Hallo Leute, ich bin Nick, heute ist der 22.10. und das bedeutet für mich, dass ich jetzt 6 Monate auf Testo bin. Sprich, ein halbes Jahr ist vergangen. Irgendwie ist das alles verdammt schnell gegangen, also ich weiß jetzt noch, wie ich dieses Video am Morgen vor meinem Endo-Besuch gemacht habe und so. Irgendwie war alles doch sehr ähnlich und doch sehr anders. Keine Ahnung, es ist ganz merkwürdig. Alleine die Tatsache, dass ich ein pünktliches Video mache, ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, wie viel mir das Ganze bedeutet. Und es ist irgendwie recht surreal. Ich habe auch heute mit Freunden geschrieben und gesagt, ey, ein halbes Jahr ist rum. Und die sagten, was? So schnell schon? Und es ist wirklich wahr. Also es ist unglaublich schnell vergangen. Und ich weiß noch, wie ich mich damals darauf gefreut habe, wann geht's endlich los, wann kann ich starten? Und jetzt ist so das nächste Ziel vor Augen, die Mustang. Wann geht das endlich los, wann kann das starten? Da werde ich sicherlich euch auch auf dem Laufenden halten, keine Sorge, aber es liegt noch leider in zu weiter Ferne. Aber ja, es geht alles voran und es ändert sich nach wie vor Zeugs. Ich kann mal so ganz stumpf, primitiv so eine Aufzählung machen, also ich merke in letzter Zeit, dass ich definitiv mehr Barthaare kriege, also mein Kinn, da tun mir sich jetzt schon so ein paar Härchen inzwischen. Ich rasiere mich inzwischen dann auch entsprechend. Und ich merke, dass gerade jetzt die letzte Zeit wieder sehr viel Muskelaufbau stattfindet. Ich muss mich ständig strecken und solche Dinge und ich habe das Bedürfnis, was zu tun. Und ich habe wieder so ein bisschen Hummel im Arsch, so ein bisschen wie am Anfang. Es ist keine Ahnung, es ist viel. Generell, der Körper verändert sich. Ich merke, wie mein Oberkörper anders aussieht. Ich merke, wie meine Stimme. Ich habe nicht direkt das Gefühl, sie bricht. Ich habe das Gefühl, dass ich schon manchmal so was Ähnliches tut wie brechen, also einfach, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht mehr so die Kontrolle drüber. Ich muss aber gestehen, ich mag die Stimme. Also, ja, ich mag sie. Und ihr scheint sie auch zu mögen, ich habe genug Kommentare gekriegt. Und es tut sich eine Menge, also nicht nur transbezogen, generell, mein ganzes Leben ist momentan einfach nur ein riesiges Chaos. Es passiert unglaublich viel. Mehr Scheiße als Gutes eigentlich, aber es geht immer darum, wie man damit umgeht, glaube ich, von daher, es läuft eigentlich. Also ich habe gute Laune und das ist manchmal echt schwierig, momentan auch echt hart teilweise, aber was soll man tun? Man kann nur auf die schönen Sachen achten. Von daher, ich weiß auch gar nicht groß, was ich sagen soll. Ich wollte nur mal updaten, zeigen, dass ich lebe und euch mitteilen, dass jetzt ein halbes Jahr rum ist. Und ja, ich denke, dabei belasse ich es auch. Wow, das war jetzt echt fix. Naja, ich habe auch heute noch ein bisschen was vor. Von daher, in diesem Sinne, man hört sich, man sieht sich. Ahoi.